Und eine Wertung an Einlage gehabt, so nenne ich es jetzt einfach mal, zwischen Rute Goliba-Zakmonski, Airbox von Tuskegee-Design, Anni Haxiliari. Es ist ein Kampf über dreimal 2 Minuten in der Jugendgewichtsklasse bis 56 Kilogramm. Für die, die jetzt hier mit Punkten so fleißig wie Michelle, dieser Kampf ist ohne Wertung, bitte nicht berücksichtigen. Ich kann es sagen. Einlagekampf habe ich schon stehen, ohne Wertung. Wer ist der Ringrichter? Den haben sie nicht aufgeführt. Der allerletzte Kampf war ja auch nicht aufgeführt. Nein, den Ringrichter. Mein Coach, der steht im Ring und wir starten gleich. Ring frei, Runde 1. Ich bin seit 2 Jahren. Ich habe mein Auto.
Aber ich habe dich vergleichen. Ich bin ein Auto lang gefahren. Ich habe da auch ein Auto. Ja. Weißt du, was da dran kann? Gut, Schach heißt das. Ja, auch der Prüfer. Weißt du, was da dran kann? Wenn er lange gestanden hat, die Batterie ist ja auch bei dem. Anni Axelian ist 18 Jahre alt. Der Anni macht jetzt halt eine Ausbildung zum Bäcker. Er hat ein weiteres prominentes Posten, und zwar in der sehr gerne Schwimmung. Er startet für TuS Gerresheim. Der Anni, das ist der Boxer der blauen Ecke. Er bestritt bisher 25 Kämpfe, 21 Mal verließ er als Sieger den Ring. Ja, ich würde ja. Dieses Jahr wurde er Erster, also war die Goldmedaille auf dem Black Forest Cup in Villingen-Schwenningen. Das ist ein Boxturnier, an dem 15 Nationen teilnehmen, also wirklich nicht zu unterschätzen. Betreut wird er von Steffen Müller. Ring frei, Runde 3. Heimische Presse, ne? Ich kenne sie ja, ne? Ja, ja. Und ich nur, und der Andreas war von meiner guten und gerne Freundin zu. Und da hat ein alter Boxer, der hatte ehrenlang so einen Ausweis, der mir auf alle Veranstaltungen kopflos reinkommt. Der hat da hinterher nur gesagt, und das hat er doch ich sag einfach mal gute Besserung. Also ich kann ja auch im Ring. Das ist schon nett. Und da steht auf der Rückseite, ja, das kann ich der auch. Das steht auf der Rückseite, dass er in ganz Deutschland, ne, ich habe ihn ganz lang Ich sag, du hast das ist ja bloß. Ja, da kommt er nicht. Ich weiß nicht, 15 Euro, ich habe jetzt einmal 15 Euro bezahlt, ich bin nie wieder hier hin. Was früher war, das weiß ich noch vom Rotwein, Fußball. Wir mit unserem Trainer sein, von ja. Hingehen hat man einen halben Eintritt. Ja, ja. Das hat man ja auch. So, dann sind die Söhnlinge und nehmen keine Presse raus. Ja, dann darfst du auch gar nicht ins Film. Ja, nee, du. Ja, ein nur. Und der, die heimische Presse, die WZ und die Wuppertaler Rundschau. Ja, ja. Die sind ja bekannt, die kommen ja öfters mal vorbei, oder? Ja, aber dann werden die auch sagen, keine Filme verstecken. Das ist möglich. Das können die, die haben ja Hausrecht, die können ja. Ja, ja, das ist. Das Hausrecht hat er ja gemacht. Ja, ja, und hat mich ausgeschmissen. Ja. Ach, dich? Ja, wo? In Wuppertal, in Werner Kreisbock. Ja? Ja, mich ausgeschmissen, so, da bin ich noch mehr gestellt. Hallo Manfred. Schönen Dank für deine Arbeit, die du in der vergangenen Zeit für mich geleistet hast. Und du kommst erst bei mir nicht mehr zu fotografieren. War das jetzt Profi? Profi, also. Ich war aber der Oliver 15 und der Anna 18. Und wir alle kämpfen für die Welt. Das sagt der Name schon. Haben wir zwei Sieger hier, und zwar den Anni und den Oliver.